Once again, Audience! As we left off, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen zurück zu einer neuen spannenden Ausgabe von Let's Play Black Mirror 3, eurem gruseligen Mitrate-Let's Play hier auf gronkh.de. Ja, wir sind gerade auf der Suche nach einem langen Schlauch und ich bin noch nicht dazu gekommen, irgendwie eure Kommentare zu lesen, deswegen weiß ich nicht, ob ihr mir schon einen Tipp gegeben habt. Verdammte Axt. Aber ich hoffe, ich kriege das jetzt hier auch so hin. Aber ich weiß, gestern wurde mir noch geschrieben, ich solle mal nach draußen gucken. Vielleicht werde ich da ja fündig. Wir gucken mal hier. Jetzt gucken wir nach draußen. Okay, wir können auf alle Fälle nach draußen gehen. Das heißt, eine Möglichkeit bestünde. Jetzt muss ich nur noch... Ja. Also Wasser dürfte hier nicht schwer zu finden sein. Aber das brauche ich nicht. So. Ja, ich check erstmal ganz kurz das Gewächshaus ab. Vielleicht ist hier noch irgendwas. In irgendeinem Grund muss es ja haben, dass wir hierauf Zugriff haben. So. Sieht irgendwie voll gruselig aus, jetzt wo hier so das Licht reinstrahlt. Der Brunnenschacht, den wir auch schon seit Ewigkeiten benutzen können. Mehr hat dieses Loch nicht zu bieten. Und jetzt können wir ihn wieder nicht benutzen. Das ist irgendwie total komisch. Aber hier war jetzt auch nichts mehr. Alles nur verwildert. Deswegen gehen wir jetzt noch einmal um das Schloss herum, wo ja Steve und Greg ihr ganzes Zeug liegen gelassen haben. Und hoffen mal, dass wir jetzt hier noch etwas finden werden. Ansonsten gehen wir mal in die Stadt in den Tante-Emma-Laden. Verdammt, hier ist auch nichts. Nichts, was uns weiterhelfen könnte. Vielleicht oben? Eigentlich nicht. Na gut, dann würde ich sagen, vielleicht können wir mal nach Willow Creek gehen. Verfallenes Anwesen, Kreuzung im Wald. Vielleicht ist im Anwesen noch irgendetwas der Kirche. Die Kirche, da waren wir ja schon. Ja, wir sagen, wir gehen erstmal nach Willow Creek. Und... Vielleicht finden wir hier noch was. So, zu Dr. Winterbottom wollten wir ja nicht. Gehen wir in die Tante Emma Laden. Ne? Der Laden hat schon geschlossen. Achso, hier ist ja wieder alles dicht, oder was? Können wir noch ins Café gehen? Geschäftsbedingt geschlossen. Okay. Hier gibt's auch nichts mehr. Vielleicht in der Polizei? Vielleicht gibt's hier noch irgendwas so. Ich habe im Moment keine weiteren. Vielleicht an Zack? Hi, Constable. Der Herr Gordon. Okay, wir können ihn auf das Café ansprechen. Das Café hat dicht gemacht? Da haben Sie heute Morgen richtig was verpasst. Angeblich hat Edward gekündigt. Gab ein Riesengezeter zwischen ihm und Denise. Naja, war ja vorauszusehen. Auf Wiedersehen, Constable. Okay, jetzt wissen wir auf alle Fälle, was da passiert ist, aber das hilft uns nicht weiter. Gut, dann... Ja, ins Pub können wir auch nicht rein, oder können wir doch rein? Nee, ich glaube eigentlich, das sollte nichts bringen. Wir schauen nochmal im verlassenen Anwesen. Weil hier lag ja auch nur noch allerhand Schnurz rum. Phil ist tot. Der Tank ist leer. Das Schicksal des Autos ist damit wohl besiegelt. Ja, das Auto wird zerfallen. Spooner hat abgeschlossen. Okay, Spooner hat abgeschlossen. Ob wir jetzt dann nochmal zurückgehen können, um mit Spooner zu reden? Wir schauen mal. Wäre ja vielleicht möglich. Und vielleicht finden wir dann auch im Haus 200 Meter Gartenschlauch oder so. Wir schauen dann einfach mal. So, Polizeistation. Und nochmal mit Spooner. Okay, mit Spooner quatschen bringt auch nichts. In der Kirche sollten wir auch nichts finden. Dann ja, kann ich echt nur mal im Schloss nachschauen. Was natürlich auch noch funktionieren würde. Erstmal vielleicht nochmal zu Valentina nach unten gehen. Vielleicht, wenn wir jetzt mit ihr irgendetwas quatschen. Vielleicht... Auf jeden Fall hängt jetzt hier dieses Seil. Wenn ich an dem Seil ziehe, sollte man das oben sehen können. Jetzt. Ich wüsste nicht, was ich sie... Okay. Dann sollte man das oben sehen können. Aber das bringt uns jetzt noch nichts. Okay, dann gehen wir wieder nach oben. Und gehen nochmal zurück in die Halle. Beziehungsweise wir gehen nochmal runter in den Keller. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen Denkfehler und wir brauchen gar keinen Schlauch.
So, der große Hebel, die Pfütze. Unter den Pfützen sind eigentlich Abflüsse, aber die riesigen Mengen... Okay. Jetzt gehen wir mal nach hinten zur Maschine. Beziehungsweise, vielleicht wenn wir jetzt hier am Seil ziehen. Da hängt ein Seil im Brunnen. Da hängt ein Seil im Brunnen. So, vielleicht können wir es mit dem Seil benutzen. Natürlich nicht. Mit dem Brunnen... Oh, doch, hier. Die Kerze. Die Innenwände des Brunnens sind tiefschwarz. Die würden das schwache Licht des Grablichts sofort verschlucken. Okay, ansonsten bleibt hier nur noch das Grablicht. Und an der Wasserpumpe können wir so nichts machen. Vielleicht an den Innereien noch ein bisschen dran rumschrauben? Nee, können wir auch nichts machen. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen ratlos. Ich glaube, ich werde doch gleich mal einen Blick in eure Kommentare werfen. Die Innereien einer Wasserpumpe. Ja, funktionieren tut sie ja schon mal. Das sieht gut aus. Ein Hoch auf die Elektrizität. Tadam. Kette, Seil, Brunnen, Großseil. Vielleicht mit der Kette noch irgendwas? Vielleicht das Ding irgendwie nach unten? Nee, das sollte nicht funktionieren. Muss ein ziemlich schwerer Wassereimer sein, wenn man dafür so eine Kette braucht. Aber bedienen können wir sie nicht, oder? Ah doch, das können wir. Okay, ist die Kette mit der Wasserpumpe verbinden? Hm. Wenn ich die Kette um die Antriebswelle wickle, könnte ich die Wasserpumpe als Seilwinde gebrauchen. Okay, nix mit Schlauch. Ach so, soll das... Ach klar, dann ziehen wir dann unten so eine Art Stöpsel raus, oder was? Das ist ja auch nicht schlecht. Der Motor ist stark genug. Das hoffe ich auch. Und ich hoffe auch, dass uns jetzt das Ding hier nicht um die Ohren fliegt, weil ansonsten bleibt von Darren nicht mehr viel übrig. So, mal anschmeißen das Gerät. Und ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar... Oh mein Gott, das ist doch nicht etwa eine... Weiter kann ich die Kette nicht aufwickeln. Etwas blockiert. Was treibst du denn die ganze Zeit? Oh, da kommt Valentina. Ich bin beeindruckt. Ich wüsste nicht, was ich sie... Okay. Da hängt ein Seil im Brunnen. Ah, natürlich logisch. Hoch und runter lassen, oder was? Okay, wir gehen doch mal nach unten. Na klar, deswegen auch mit dem Seil so als Signal geben oder so. Okay, aber wie soll das dann bitte funktionieren? Ist das so eine Art mittelalterlicher Fahrstuhl oder so? Ja, wir gucken uns das Ganze nochmal genauer an. Beziehungsweise gehen jetzt einfach mal wieder den Geheimgang nach unten. Und hier... Oh, jetzt ist sie auch mit dabei. Na, nicht schlecht. Oh Mist. Und ich dachte, ich hätte den Stöpsel aus der Wanne gezogen. Ja, nix Stöpsel. Aber wir gucken erstmal ins Tagebuch. So. Ja, hier steht jetzt eigentlich nichts mehr drin. Also... Es gibt eine Art Käfig oder eher Fahrstuhl, die Kanalisation. Das könnte der Weg in die Katakomben sein. Ja. Was zum Henker macht ein Käfig hier mitten in den Katakomben? Gut zu wissen. Hier könnte ich unliebsame Gäste einsperren. Ich hätte mir wohl doch besser ein Hotelzimmer nehmen sollen. Ihr könnt mir zum Beispiel Mary drin einsperren und ihn dann so lange da unten lassen, bis er tot ist, was nicht lange dauern sollte ohne Sauerstoff. Okay, theoretisch... Valentina? Ja? Also theoretisch, einer steigt hier ein und zieht hier dran und der andere betätigt oben das Gerät. Der Gerät. Das sollte ja eigentlich... Vielleicht sogar funktionieren. Wir gucken mal. Was meinst du, hat es mit diesem Käfig auf sich? Ich glaube nicht, dass das ein Käfig im herkömmlichen Sinne ist. Wieso? Es ist doch ein prima Folterinstrument, vor allem mit dem Wasser. Ach so. Das ist deine Vorstellung vom normalen Gebrauch eines Käfigs? Vergiss nicht, ich bin von einem 800 Jahre alten Tyrann besessen. Ich habe das Seil in den Brunnen gehängt. Was hast du mit dem Seil vor? Wenn ich dran ziehe, schaltest du oben die Seilwinde ein und lässt mich so runter. Wenn mir unten die Luft ausgeht, ziehe ich nochmal und du holst mich wieder hoch.
Ich denke, das bekomme ich hin. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir beiden Hübschen erstmal nach hinten. Das ist auch nicht schlecht gemacht. Jetzt hier muss halt dann zwei Charaktere steuern und die so ein bisschen, ja, miteinander interagieren lassen, um die Rätsel zu knacken. Das ist auf jeden Fall nochmal ein krönender Abschluss für dieses Spiel. So, jetzt hoffen wir mal, dass das auch alles so funktioniert und Darren uns da unten nicht ersäuft. Wäre natürlich auch cool, wenn man jetzt so eine Art Koop-Modus hätte, aber ich glaube, das wäre für einen Point-and-Click etwas zu viel verlangt. So, okay, wir gehen jetzt hier in den Käfig hinein. Und jetzt ziehen wir mal am Seil. Okay, Luft anhalten. Okay, am Seil ist gezogen. Und jetzt geht es runter. Oh, oh, ich hoffe, wir schaffen das. Bitte, liebe Wasserpumpe, mach nicht schlapp. Okay, jetzt sind hier noch Symbole. Müssen wir jetzt hier irgendwas aktivieren? Okay, wir sollten mal ganz kurz nochmal... Okay. Okay, hier sind Symbole da unten. Und ich glaube mal, ich sollte... Ich wusste es. Da unten gibt es einen Mechanismus für... Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, da geht es weiter. Ja, diesen Code müssen wir jetzt knacken. Und ich glaube mal, das hat etwas mit den Zeichen da hinten zu tun. Deswegen schreibe oder male ich mir mal das Ganze jetzt ab. Und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. So, mal nochmal am Seil ziehen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir da unten noch an Symbolen haben. Genau. Nimm nochmal einen tiefen Luftzug. So, ich habe schon... Okay, wir haben hier folgende Symbole. Was kann man eigentlich machen? Haus, links, rechts. Oh mein Gott. Ah, okay, man muss das mit den Dingern kombinieren, so wie sie oben sind. Ah, okay. Ja, denke ich mir mal zumindest. Weil wir haben hier oben ein Symbol und da unten die anderen Symbole. Okay, dann muss ich mir jetzt mal oben die abschreiben. Nehme ich ja mir hier ein Symbol drüber und ein Symbol drunter. Alles klar, dann... Komm schon, Adrian, denk nach. Okay, was haben wir jetzt hier? Erstmal wieder aus dem Käfig rauskommen. So, also Symbol Nummer 1 ist ein Haus. Hier sind ein Haus und ein Krug abgebildet. Und ein Krug. Ich schreibe mir einfach mal Krug hin, sonst kann ich mir das eh nicht merken. Was haben wir hier? Sieht aus wie ein Dreizack. Hier sind eine Mistgabel und eine Blume. Ja, Mistgabel oder Blume. Mistgabel oder Dreizack. Auf jeden Fall mit einer Blume. Das nächste Symbol. Hier sind ein Vogel und ein Kopf eingemeißelt. Okay, Vogel und Kopf. Und last but not least, ist das ein Fisch. An dieser Säule sind ein Fisch und eine Hand. Gut, dann fahren wir mal wieder runter. Also auf jeden Fall sollte das ja eigentlich so theoretisch funktionieren. So, gehen wir mal da rein wieder. Wir haben ja auch leider nicht so viel Zeit für dieses Rätsel, weil Adrian, also Darren, kann ja nicht ewig die Luft anhalten. Und irgendwann ist dann mal aller Tage Abend. So, nochmal dran rumgezogen und runter geht's. So, ich hoffe, er hat seine Taucherbrille dabei. Okay, los geht's. Erstes Symbol ist Haus. Haus geht mit Krug. Ist also richtig. Nächstes ist Mistgabel. Mistgabel geht mit Blume. Blume. Das ist die Blume, denke ich mal. Oh, verdammt, wir müssen dann auch noch... Oh mein Gott. Das könnte der Vogel sein. Vogel geht mit Kopf. Und dann haben wir den Fisch. Fisch geht mit Hand. Und Haus geht mit Krug. Okay, und jetzt? Oh. Oh. Okay, das ging jetzt schnell. Oh, das war knapp. Oh Gott, wir müssen jetzt ewig... Es wird ja immer besser hier. Adrian? Adrian, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, alles okay. Mir ist nichts passiert. Ich habe mir nur fast in die Hosen gemacht. Ja, gut, sie klettert nach. Wir müssen ja ewig tief unter dem Schloss sein.
Ist wirklich alles... Wow. So etwas habe ich noch nie gesehen. Na, ich auch nicht. Ist das nicht beeindruckend? Freut mich, dass dir mein bescheidener Weinkeller gefällt. Okay, ja, ein neuer Tagebucheintrag, viele Hieroglyphen, eine Statue und eine Steintür. Ich würde sagen, wir gucken uns mal noch den... Genau, unter Wasser gibt es einen Mechanismus und mehrere Symbole. Genau, das hatten wir ja schon. Katakomben. Wir haben die Katakomben endlich erreicht. Aber leider stehen wir wieder vor verschlossenen Türen und jede Menge Hieroglyphen. Ob das alles aus Mordreds Zeit stammt oder sind diese Katakomben noch viel älter? Ja, das gilt es herauszufinden, liebe Leute. Aber ihr kennt mich, ich lasse euch ein bisschen schmoren, denn herausfinden werden wir das erst in der nächsten Ausgabe. In diesem Sinne, haut rein, gehabt euch wohl, BB, bis zum nächsten Mal, euer Hyuga.